Hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk mit Koji bei Phalanx Streams. Auf Phalanx Streams, so rum. Auf Phalanx Streams, auf dem Channel von Phalanx Streams. Für alle grammatikalischen Professoren der Germanistik hier, der Sprachwissenschaften. Du solltest doch nicht anrufen. Wir suchen jetzt ein Nein, Signal. das ist jetzt dein Problem. Und dafür müssen wir Auto fahren. Am liebsten mit dem hier. Mal wieder. Sehr schön. Und jetzt? Ja, und jetzt Sieh kommt nicht er so genau weiter von hin. da. An der Straßensperre. Natürlich! Alter, was ist denn mit dir? Schimmerhart. Das sind so unnötige Programmsachen irgendwie, ne? Finde ich. Was hatten wir vorhin hier? Nee, Quatsch. Wo war dieser Radiosender, der vorhin so gar nicht so schlecht war? Hier. Body Heat. Oh, so ein brennender Copy SUV. Nein, nicht ausscheiden. Oh. Glück gehabt. Okay. Mission. Wo ist denn die Tür die ganze Zeit auf? Nachdem er da vorhin in diese Wracks da reingefahren ist. Okay, vorne sieht er auch nicht mehr so gut aus. Upsala. Na, fährst du jetzt mal geradeaus? Was ist das? Ein Satzschlüssel. Oh, hier müssen wir wahrscheinlich uns wieder prügeln. Signal führt hierher und verschwindet. Ich scanne die Umgebung nach Hinweisen ab. Okay, gehen wir mal hier ein bisschen erhöht. Okay. Es wird aber so laufen, dass ich... Oh, guck mal, da hinten ist irgendwas.
Gut. Also hier werde ich jetzt erstmal aufräumen müssen. Aber Moment, wir haben doch hier Johnny Silverhands Pistole. Wo ist denn die? Sag mal. Jetzt sag nicht, das ist so ein alter Knochen, mit dem wir nichts mehr anfangen können, weil das der Schrott ist. Ist tatsächlich schlechter. 473, 433. Na, dann behalten wir die. Was ist das hier? Was hat die für eine Magazingröße? Da haben wir 500 Schuss, haben wir bei beiden auch. Ja, und hier sind immer nur so 6 Schuss drin, ne? Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Es sind ja auch nicht so viele drin, ne? Okay, pass auf. Wir gehen mal mit der in den Kampf. Die ist sowieso ganz cool. 10 Schuss pro Magazin. Nee, komm. Was können wir denn hier vielleicht mal so in die Luft jagen oder so? Das verheißt nichts Gutes. Da geht's hin, aha. Ja, komm. Jetzt kannst du was erleben. Ja. Okay, jetzt ist glaube ich Zeit für die Klinge. Für den Monodraht meine ich. Oh, guck mal, der steht direkt neben uns. Natürlich nicht so gut. Oh, guck mal, der kann hier durchschießen. Okay, jetzt haben wir es im Griff. Das war's, oder? Alle weg. So. Scanne die Umgebung nach Hinweisen. Nehmen wir erstmal hier hoch. Scannen hier rum. Wo könnte es sein? Ach, guck mal da. Da ist doch irgendwas. Vielleicht bei dem Laster. Vielleicht bei dem Laster. Welcher Laster? Stimmt hier drinne, oder? Was ist das? Ach, guck mal da. Mist. Noch ein Router. Müssen wir das wieder, müssen wir wieder hacken. Hacken. 7A551C7A. 7A551C7A. Also 7A551C7A. Namen Puschel und Namen Zimtzicke. Hi. Grüß dich. Grüß euch! So rum. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Wir sind auf der Suche nach irgendeinem Hacker mit Mission. Und der hinterlässt uns Hinweise und wir sind quasi, werden immer von Signal zu Signal geschickt. Wo ist denn die Nachricht? Unbekannte Nummer, da ist sie. Die Straße zu den Sternen ist stets von Dunkelheit umhangen und der Weg zum Kollektivismus führt durch ein Meer aus Blut. Wirst du den Schwanz einziehen und dich wieder an die Leine der Konzerne nehmen lassen? Neue Koordinaten hochgeladen. Okay.
Danke, bei mir ist auch ganz gut. Ich schwitze sehr stark, weil es hier sehr warm ist. Aber ansonsten alles easy. Ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile. Ja, meine Schnitzeljagd ist recht spannend. Das stimmt. Also zumindest gibt es auch mal was zu ballern. So, jetzt nehmen wir hier gleich nochmal ein paar grüne Sachen mit. Da kommen wir nicht rein. Ist das ein Meth-Labor? Sieht so aus, ne? Muss ich jetzt hier wirklich alles mitnehmen, nur um den zu bekommen? Das haben sie auch echt blöd gemacht. Also, na guck mal, hierhin muss man gucken. Na gut. Wir reden später. Ach so, das können wir leider nicht mitnehmen. Das lässt er gleich wieder fallen. Aber das erklärt natürlich auch, wieso die uns so zu schaffen gemacht haben. Weil dieses MG hier ganz schön knackig ist. Ja, zack, weggeworfen. Kann man leider nicht mitnehmen. Schön wär's. So, hier ist unser Auto. Auch schon einiges mitgemacht. Wie ist denn eure Woche bisher, ihr zwei? Freut ihr euch schon aufs Wochenende? Liegt am Wochenende was Cooles an? Bin krank am Feiern. Ach so. Ich hoffe nichts Schlimmes. Ich hoffe nur so ein bisschen so Erkältung oder so eine Krankheit, bei der man eigentlich nichts Schlimmes hat und wo man den ganzen Tag letztendlich, wo es einem voll gut geht zu Hause. Ich hoffe sowas. Das sind die besten Sachen, finde ich. Judy, Alter, was? Hey Judy, was gibt's? Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? Ich dachte, nach der Sache mit Maiko höre ich nie wieder was von dir. Hab mir die Aufzeichnung nochmal angesehen. Du hattest keine Wahl. Aber das ist nicht der Grund, weswegen ich anrufe. Ich will dich um einen Gefallen bitten. Zimtzige war im Krankenhaus. Routine-OP. Oh, okay. Hast du jetzt Wundschmerz oder alles IO? So, Puschel schreibt. Ein Riesenroman. Bin froh, wenn die Woche rund ist. Am Wochenende mal schauen in die nächste größere Stadt. Ist Stadtfest, wo wir eventuell mal hinschauen. Allerdings kränke die Frau auch gerade und ich bin eventuell allein mit dem Jungen unterwegs. Okay. Ja, dann Stadtfest. Stimmt. Okay, habe ich auch, glaube ich, gelesen. Also wir kommen ja ungefähr aus der gleichen Ecke, könnte man sagen. Und ich glaube, ich habe es gesehen. Da werde ich wohl vielleicht auch mal vorbeischauen mit Frau und Kind. Ja, und dann gute Besserung natürlich an die Frau. Meine Empfehlung an die Frau. Hast du einen Job für mich? Noch einen Job für mich? Gibt's jemand, um den ich mich für dich kümmern soll? Oh, ich kenne diese Stimme wie alles. Okay. Ist das dein blinder Passagier? Wird das schlimmer? Ist schwer zu sagen. Er ist jetzt präsenter. Aber ich habe mich auch irgendwie an ihn gewöhnt. Okay, ich tue gar nicht erst so, als verstehe ich das. Naja, glaube ich, habe genau das Richtige, um dich abzulenken. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Bestelle ich, schreib Puschelohr, vielleicht melde ich mich mal, dann könnten wir auf einen Gerstensaft vortreten. Ja, bei sowas bin ich ja selten abgeneigt. Zu Zimtzicke.
Sag mal, wie lange hast du denn jetzt damit noch Spaß? Okay, und jetzt zu Julie. Okay, ist das ein Date? Wir sehen uns dort. Hab keine Zeit, tut mir leid. Ist das ein Date? Das fragen wir. Okay, ist das ein Date? Bist nicht mein Typ, Kumpel. Wir sehen uns dort. Okay. Bis dann, wie? Hätten wir das geklärt. Aber Judy ist ja, glaube ich, auch eher mit Frauen so unterwegs. Das wäre ja eh nichts für uns. Da sind wir ja hier... Haben wir das falsche Geschlecht bei unserem Charakter gewählt. Okay, so. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Gar nicht. Ist hier scheiße. Oder oben ist eine Sonde. Kann das sein? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Da war doch so eine Militärsonde, oder? Ah, was ist das? Achso, nee, doch nicht. Kurz mal befürchtet. So, kommen wir hier hoch. Ach nee, da ist Stacheldraht. Okay, da sollten wir nicht hin. Das tut ein bisschen weh, wenn man da hoch will. Wie sieht's denn hier aus? Ach so, wir sind noch gar nicht am Ziel. Mensch. Warum? Wo bin ich denn noch? Puschelohr, ich hab dafür geschafft, die Woche Pro-Mods zum Laufen zu bringen. Bin jetzt voll im ETS-Suchtmodus. Das ist richtig gut. Das können wir dann mal machen. Ich habe auch tatsächlich mal mit Alex darüber geredet, ob wir nicht nochmal einen Server für Landwirtschaftssimulator laufen lassen. Aber wir haben ein bisschen Sorge, dass das einfach zeitlich unseren kompletten Rahmen sprengt. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal so das Thema dann nochmal verworfen. Aber ich glaube, vom Tisch ist es eigentlich noch nicht. So, was haben wir denn hier? Ein Geländer. Guck mal an. Guck mal, da oben sind Sachen. Da kann man hochklettern. Da gehen wir doch mal hoch. Aber ETS bin ich auf jeden Fall mal am Start. Das können wir mal abends irgendwie so gemütlich einschieben. Oder vielleicht in den nächsten Wochen mal am Wochenende planen, dass wir mal einen schönen großen Konvoi machen mit so ein paar Leuten. Das können wir mal machen. Oh, da hinten ist irgendwas. Eine Leiter. Es geht also noch weiter nach oben. Wir sind noch nicht am Ziel. Push ist für jede Standard zu haben. Finde ich gut. So, Johnny wartet schon. Na endlich. Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Da drüben ist doch was, oder? Ja, da müssen wir hin. So, da ist das Teil. Fuck. Lass mich raten. Noch ein Router? Na klar. Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanztheorie. So, jetzt müssen wir wieder hacken. 1C557A. E91C. Also. Wir fangen hier oben an. 1C55. 7a. Nee, so geht das nicht. Also 1C55. 7a. E9 gibt's nicht. Wir finden keinen E9. Da müssen wir mal gucken. Dann ergibt sich dann in dem Moment, wenn wir das nicht. Also, es läuft ja immer so. Wir fangen hier oben an. Und klicken das erste an. Dann gehen wir der Reihe nach unten, ja? Also in der Richtung. So, dann klicken wir das nächste an und dann wechselt es wieder in diese Reihe. Also immer der Wechsel zwischen horizontal und vertikal. Und so müssen wir uns dann durch dieses Muster klicken. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Fall jetzt hier 1C, dann wären wir in dieser Reihe hier. Dann klicken wir auf 55. Dann dürfen wir uns hier bewegen. Dann klicken wir 7A. Und dann müssten wir wieder auf E9. So, jetzt gibt es hier in diesen Reihen kein E9.
Das heißt, es wird sich in dem Moment eine neue Situation ergeben, die wir dann gestellt bekommen. Und da müssen wir dann gucken, was da ergibt. Währenddessen läuft hier 31,5 Sekunden lang ein Timer ab, in der wir Zeit haben, diesen Breach, also diesen Hack, diesen Breach zu machen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann bricht der ganze Kram ab. Hierbei, das ist ja ein Story-Hack, der werden wir wahrscheinlich neu machen dürfen. Aber normalerweise ist dann vorbei auch. So, also. Fangen wir an. 1C55 7A. E9 gibt's nicht. Machen wir mal 1C. Fehlgeschlagen. Okay. Dann müssen wir nochmal gucken. Vielleicht habe ich auch irgendwas jetzt übersehen. Vielleicht hätte ich ganz anders anfangen müssen. 55. Hier gibt es jetzt auch kein 7A. So, wie soll ich das dann schaffen? Oder wir müssen schon anders anfangen. Ja, kein Stress, Zimzicke. Mach dir keinen Stress, wenn du nicht antworten kannst, alles okay. Bin ich überhaupt nicht böse. Sorry, bin gerade am Zocken, hab ein bisschen Wundschmerz, Druck im Bauchraum. Aber sonst geht's mir soweit ganz gut. Das ist doch schon mal schön. Wichtig ist doch, dass du es gut überstanden hast und dass wahrscheinlich alles am Ende IO ist. Also ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung von dir aus. Und dass du nicht so einen Kack hast mit Entzündung oder so. Das ist immer scheiße. Also das wünsche ich keinem. So, und Pusche schreibt, 7A ist da, aber auch im vorherigen war 9 da. Augen auf, mein Lieber. Mensch, wenn du jetzt hier anfängst klug zu scheißern, fliegst du raus. So, 55. 7A, wo ist denn... Hier! Schlaumeier, wo ist denn 7A? Wo ist denn hier in der Reihe oder in der Reihe 7A? Das zeig mir doch mal. 55, 55. Das ist doch gar nicht... Das stimmt doch gar nicht, was du hier erzählst. Ich müsste schon falsch anfangen. So. Okay, pass auf, wir fangen jetzt schon mal 7a 55 1c 1c, so würde das gehen. Also, dann fangen wir mal hiermit an. So, jetzt 55. War schon wieder schlecht. Schon wieder schlecht. Okay, aber jetzt habe ich es verstanden. Also der Anfang darf ruhig Käse sein. Das ist nicht so schlimm, das verzeiht er mir. Aber im Folgenden dann ist vorbei. Also nochmal einmal. Das heißt, also jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. So, 7a, da oben sind sie alle. Damit könnten wir anfangen. Dann hätten wir 55. Dann haben wir wieder 7a. Dann haben wir wieder 55. Und dann haben wir 1c. Hier, also passt das doch. 7a, 55, 7a, 55, 55, der zweite, kein Fehler machen, 1c, also 7a, 55, 7a, 55, 1c. Na, geht doch. So. Neue Nachricht. Du kommst näher, du siehst mehr. Das Nirvana des Marxismus-Schwedenborgismus ist zum Greifen nah. Nur noch ein letzter Schritt, sei tapfer. Okay, ich bin richtig tapfer. Und? Führt das Signal woanders hin? Yep. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Ich muss weiter. Oh, ich hätte vielleicht mit Johnny sprechen sollen. Hätte ihm erstmal zuhören sollen vielleicht. Aber der sülzt so viel. Upsala. Das war schmerzhaft. Ich möchte mal was probieren mit dem Fall.
Wir können da gar nicht runterspringen. Geht gar nicht. Darf ich nicht. Ach, guck mal, dann könnte man nämlich nochmal vorher abbremsen. Wenn man so einen tiefen Fall hat. Kurz vor Ende. Dann hat man nicht diese Falling Damage. Zicke, was wird denn bei dir gezockt? Wenn ich dir zu viele blöde Fragen stelle, sag Bescheid, ne? Kann ja alles sein. Für unsere YouTube-Zuschauer habe ich noch einmal eine Bitte. Wenn euch gefällt, was wir tun hier, dann lasst doch gerne ein Like, ein Follow da. Wenn ihr ganz krass seid, abonniert ruhig die Glocke. Freuen wir uns. Und am meisten freuen wir uns tatsächlich über Kommentare. Und wer es noch nicht weiß, hört euch mal unseren Podcast an. Gibt's auf YouTube, Google Podcast und speziell auf Spotify. Wer Lust hat, hört da mal rein. Alex und ich unterhalten uns da jede Woche einmal über diverse Gaming-Themen und Dinge aus unserem Privaten und ziehen die halt so ein bisschen durch den Kakao. Also, wer mal eine halbe Stunde Zeit und Lust hat, hört sich das einfach mal an. Im Podcast, eine Sache noch, Nachtrag. Im Podcast werde ich demnächst auch nochmal über das Interview heute sprechen, was ich gehört habe von Miles Toast von 3D Projekt zu dem neuen Cyberpunk DLC und zu den Änderungen, die im großen Patch kommen werden. Also wenn das interessiert, da auf jeden Fall auch in der nächsten Folge nochmal reinhören. So, Goat Simulator. Wie kommst du jetzt auf Goat Simulator? Kuschel? Habe ich das gesagt? Wenn ja, dann nicht mit Absicht. Oh, was ist hier? Achso, ob Zicke den Goat Simulator spielt. Ja, okay, das meinst du, glaube ich, oder? Was bei Zicke gespielt wird, hab ich gesagt. Und dann schriebst du. Ach so. Ja, okay, genau, hab ich verstanden. So, hier kommt das nächste Signal her. Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. 7 Days to Die spielt Zinzicke. Jetzt weiß ich es gerade wirklich nicht. Aber wenn du mal bei... du bist ja, glaube ich, auch bei uns auf dem Discord, ne? Da haben wir sogar eine Gruppe von Leuten. Dazu gehört zum Beispiel Scar oder Lennox oder auch Bramsi. Und die spielen, glaube ich, auch 7 Days gerade. Bin ich mir unsicher etwas gerade, weil ich spiele nicht mit. Aber die treffen sich ja fast regelmäßig. Kann sogar sein, dass die gerade da sind, habe ich jetzt nicht im Blick. Aber wenn du da mal Lust hast, dann kannst du da ruhig mal mitspielen. Also die suchen immer Leute, die mitmachen. Ja, also
würden sich, glaube ich, auch freuen, wenn da noch mehr Leute dazukommen. Nur als Angebot. Muss sich keiner verpflichtet fühlen. Aber ich glaube, bei sowas sind die immer am Start. Die haben auch mich mal versucht, dazu zu kriegen, aber ich habe so viele Sachen, so viele Spiele, die ich noch spielen muss. Ich bin streame halt häufig, ich habe noch dann YouTube-Exklusivprojekte. Ich schaffe das gar nicht. Ich schaffe das gar nicht, mich jetzt da noch mit sowas Neuem. Aber sah auf jeden Fall immer ganz spannend aus und lustig, was sie da gemacht haben. Oh nein, jetzt muss ich die alle wegmauschen da, oder was? Bitte nicht. Geld ist ein Werkzeug der kolonialen Unterdrücker unseres Verstands. Klassenkampf ist der Auftakt für die Anarchie. Warte, was ist denn das? Wonach sieht's denn aus? Swedenborg Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an! Oh, das ist so geil. Ein Philosoph in der Kiste. Hey, gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen, wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Wie? Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber scheiße wie. Wie abgefahren ist das denn? Das halbe Net dreht durch und geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe, einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding rumgespielt hat. Dein Ernst? Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gerne ein echter Junge wäre? Guck mal, jemand hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Oh, ein weiterer Link. Oh, es wird immer länger. Also, 7a, 1c. 557a. Also 7a, 1c. Fünf, fünf, 7a und dann ist Schluss. Also müssen wir anders einsteigen. Müssen wir bei 7a einsteigen und zwar hier drüben schon. Das anklicken, dann das anklicken. Also 7a. Nee, wird alles so nix. 7a. Auch nicht. Achso, doch. Das anklicken, dann das anklicken. 1c. Ah, 7a. 1c. 5, 5. 7a. 5, 5, 5, 5. Uff, ob ich das schaffe? So, was habe ich jetzt gesagt? Hiermit angeklickt, ne? Dann kommt auch, dann dürfen wir 7a anklicken, weil der erste ist frei, ja? 7a. Dann 1c, 5, 5, 7a, 5, 5, 5, 5. Obwohl, der ist ja schon weg, ne? Den klicke ich ja ganz am Anfang an. Das ist scheiße. Wir drücken mal kurz H für Hilfe. Hilft uns auch nicht, ne? Das ist einfach nur eine grobe Erklärung. Okay, sonst müssen wir das halt einmal verkacken, dann kriegen wir ein neues Muster. Und damit geht's vielleicht einfacher. Was aber auch nervig. Okay, wir probieren das einfach mal. 5, 5. 7a, 1c. 5, 5. So könnte es gehen. 7a, 5, 5, 5, 5. Pop! Okay, so, jetzt Nachricht lesen. Du bist einem Sprung gefolgt, wieder gehorsamer Köter, der du immer noch bist. Meinst du, das ist Erleuchtung? Du wurdest
gepwned von Sweetie113 und so weiter. Okay, also, wenn ich das richtig verstehe, hat jemand diesen Wahrsagerbot gehackt, damit er nonkonformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt. Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Netz verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. Wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ah, stimmt. Hab ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Verbinde dich mit der Wahrsagemaschine, um den Algorithmus zu modifizieren. Okay. Umprogrammieren, um Unsinn zu generieren. Vom Netz trennen. Sagt Johnny, dass du die Maschine in Frieden lässt. Also. Na, wir wurden ja eigentlich gepwned, ne? Na komm, erstmal. So, kann ich das nicht abbrechen wieder jetzt hier? Hallo, will ich nicht. Oh, jetzt muss ich das machen, oder was? Nein! Warum? Na komm, dann umprogrammieren. Ich habe eine bessere Idee. Lass deine Gedanken einen wohllüstigen Rumba zu frohen Akkordeonklängen tanzen. Was zum... Was werden wohl die Fans denken? Oh Mann, ich weiß, wir sind uns nicht immer einig, wie. Aber ich muss schon sagen, manchmal hast du es einfach drauf. Die Fuchsjungen sammeln Informationen über die Jauchegrube des finanziellen Karussells. Werde zu einem läutigen, dicken Narwal inmitten des feurigen Eises. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Okay. Gut, dann können wir jetzt Nancy anrufen und sagen, ich soll verarscht wurden. Lass mich raten. Du rufst an, um mir zu sagen, dass du die Suche aufgegeben hast. Naja, nicht ganz. Wir haben was gefunden. Wir? Hattest du Hilfe? Nein, das war das königliche Wir. Jedenfalls gibt's Swedenborg gar nicht. Bitte was? Ist eine Wahrsagermaschine. Reimt Sätze zusammen, die sich tiefgründig anhören. Jemand hat sie mit dem Net verlinkt und bepisst sich gerade vor Lachen. Scheiße, wie? Die Geschichte ist ja noch besser, als ich dachte. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Eddies sind auf dem Weg. Danke und tschüss. Gerne. Die Mucke ist cool. Warte, wo ist eigentlich unser Helm? Warum haben wir keinen Helm auf? Bei der Arbeit Helme tragen, das ist Vorschrift. So, und wir haben auch neue Klamotten, die wir anziehen können, glaube ich. Hier, guck mal, warum tragen wir denn den ganzen Schrott? Was soll denn das? So, ach, so eine Mission wollte ich raussuchen, ne? Nebenmission, was haben wir denn? Oh, wir haben neue Sachen bekommen. Mit Judy treffen, dann haben wir noch... Sprich mit den Obdachlosen. Begib dich zum letzten Kampf. Oh, das machen wir. Da machen wir noch schnell. Aber was heißt schnell? Aber ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Mit Tamagotchi-Musik zum nächsten Kampf. So, wir sind heiß oder so aggressiv von dieser Musik, dass das hier mit dem Kampf easy wird. Achso, ich muss erst warten, ne?
Alina lat bogusalla. Yap dann nu. Ist klar. Konzernsponsoren. Aber dann meinte sein Manager, es wäre gute PR für ihn. Razor soll zurück zu seinen Anfängen. Zeigen, dass er immer noch der Alte ist. Habe ich überhaupt eine Chance? Gute Frage. Du bist gut, wie? Sehr gut. Aber dieser Typ ist eine Maschine. Carbonfaser, Titanknochen, Hydraulikgelenke. Optimiert von den besten Biotechnikern in Night City. Weiß nicht. Vielleicht hat Victor ein paar Tipps und Tricks. Vic ist hier? Was denn? Denkst du, er würde sich sowas entgehen lassen? Aber ganz ehrlich, sieht schlecht für dich aus. Vielleicht ist das besser so, verstehst du? Wenn Razor eh gewinnt, dann kannst du genauso gut was daran verdienen, oder? Kein Interesse. Hey, warte! Du weißt doch noch gar nicht, worum es geht. Kannst mir denken. Ich kämpfe, um zu gewinnen. Schluss, aus. Genau, wir wollen die Fresse einschlagen. Okay. Dann halt nicht. Das Gesicht umgraben. Kostenlose Operation. So, jetzt sprechen wir erstmal hier mit meiner Crew. Salve, Caesar. Solltest du nicht eine Wiege zusammenbauen oder so? Stichtag ist morgen. Hab noch Zeit. Okay, wo ist Vic? Seid ihr bereit für den Kampf? Nur eine Runde. Was? Eine Runde. Dann wirst du mir die Füße küssen und um Gnade flehen. Ja. Vic, was machst du denn hier? Was denkst du denn? Ich bin hier, um den Kampf des Jahres zu sehen. Die ganze Stadt redet davon. Enttäusch mich nicht. Hörst du? Nein, keine Sorge. Los geht's. Ich bin bereit. Gut. Meine Damen und Herren, aufgepasst, Night City. Zeit für das Schwergewichtsfinale. Heute treten gegeneinander an Razor Youth und Bee. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns noch mal vorher ein bisschen pimpen müssen. So, was können wir denn hier noch machen? Panzerung. Maximale Gesundheit. Das wäre doch zum Beispiel schon mal ganz gut. Erhöht das Tragen. Erhöht beim Tragen. Achso. Nee, das wollen wir nicht. Ermöglicht das Nachladen von Waffen. Nee, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja aufs Maul hauen. So, wo geht denn das hier? Hier geht aufs Maul hauen. Bei Angriffen mit stumpfen Waffen besteht die Chance von 15. Betäubung. Erhöht den Schaden mit stumpfen Waffen bei Gegnern. Schwere Angriffe mit stumpfen Waffen. Erhöht den Schaden mit stumpfen Waffen. Auslöser. Erfolgreiche Angriffe mit stumpfen Waffen gegen die Betäubung. Okay. Vernichtung. Athletik. Vielleicht doch nicht so schlecht mit Athletik. Gesundheitsregeneration. Senkt 40% schneller ein. Sowas ist immer gut. Dann kann man im Zweifel einfach mal ein bisschen im Ring rumlaufen. So, was haben wir hier gehabt? Wird von feindlichen Treffern nicht unterbrochen, das ist auch gut. Okay, pass auf. Jetzt, hier haben wir noch einen drauf. Okay, und jetzt muss das passen. Großen Applaus! Na los, in eure Ecken. Wo denn?
Wo wird denn gekämpft? Im Ring, oder? Tatsache. In diesem abgeranzten Teil hier, oder? Hey, wie fühlst du dich so kurz vorm Kampf? Gut, aber meine Knöchel jucken. Ein großes Ego kann in diesem Sport nicht schaden. Aber weißt du, mit Optimismus allein kannst du einen Gegner wie Razor nicht besiegen. Was meinst du? Der Typ ist eine Maschine, buchstäblich. Nanofiber Real Skin, Schockabsorber. Er spürt nicht mal einen Schlag auf den Kopf mit einem Fleischklopfer. Echt aufmunternd. Lass mich ausreden. Er hat eine Schwäche. Vor einer Woche hat er sich Bauchmuskeln austauschen lassen. Die hat sein Körper noch nicht voll integriert. Wenn du ihn da triffst, wird es sehr wehtun. Okay. Danke, Vic. Ich also mal auf den Bauch ziehen. Seid ihr bereit? Auf den Bauch. Mach endlich! Los, fangen wir schon an. Okay, einmal Schlag aufladen und den ersten direkt auf die Bauchmuskeln. So, jetzt ausweichen. Mein Bauch! Helf mir in den Bauch! Jetzt dürfen wir nicht aufsteigen, aufstehen lassen. Das sieht gut aus. Ausdauer. Nur noch ein paar Treffer. Jawohl. Und der war easy. Der Sieg und der Preis gehen an. Wie? Euer Champion. Du denkst, damit wär's vorbei? Dass ich dich entwischen lasse? Solltest du besser. Glaub kaum, dass du noch mehr Schläge überlebst. Das war nicht das letzte Mal. Wir sehen uns wieder. Morgen. Nächstes Jahr. Irgendwann. Gut, bis dann. Solltest du in der Zwischenzeit trainieren? Also, im Gegensatz zu der Tante... Ich hab verloren, verdammt nochmal! Im Gegensatz zu der Tante von den Animals war der richtig leicht. Auch den konnte man die ganze Zeit einfach einzimmern. Die hat einen ja immer weggeschubst. Richtig gut. So, jetzt frage ich mich... Achso. Hier ist jetzt auch eine Folge zu Ende tatsächlich. Wir haben das geschafft. Okay. Er regt sich noch auf. Gut. Also an der Stelle ist jetzt eine Folge zu Ende. Eine YouTube-Folge. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, der übliche Text, lasst gerne ein Follow da. Gerne auch einen Kommentar, das reicht uns. Und wenn ihr richtig heftig unterwegs seid, drückt die Glocke. Ansonsten bleibt dran, bis zur nächsten Folge. Tschüss!